und herzlich willkommen, Leute. Wir sind wieder bei Russian Fishing 4. Wir sind am 12er unterwegs. Wir jagen die Karpfen. Hier haben wir, glaube ich, schon das erste Exemplar an der Route. Ich habe einfach aufgeschmissen, ohne Rücksicht auf Verluste, aber das ist doch eher eine Schleie. Die nehmen wir natürlich mit. Die ist gar nicht mal so schlecht. 1,3 Kilo. So, holen wir das Mikrofon mal näher ran. 1,3 Kilo, das ist schon mal ein schöner Anfang. Sieht schon mal sehr gut aus. Guter Eindruck. Hervorragend. Wir sind, wie gesagt, am... Was war das denn? Da war ja ein bisschen flink. Wir sind mal wieder am 12er unterwegs. Hier mal kurz das Setting. Goldrolle, Wingate, Feeder. Oder die Goldrolle. Müssen wir mal so langsam reparieren. 22 Kilo Schnur. Futterkorb, Futtermischung, nehmen wir natürlich die Karpfenmischung, 6er Haken und Honigteig. Was ich dazu sagen muss, wir sind natürlich jetzt tagsüber, dort wird die Bissfrequenz nicht so gigantisch sein. Hier rechts haben wir zum Beispiel Quarkteig drauf, um mal zu gucken, was darauf beißt. Wir müssen mal ein bisschen gucken, was überhaupt hier so geht. Ich bin ja schon seit etlichen Tagen nicht mehr gewesen. Hier zum Beispiel ein Giebel, 305 Gramm. Schönes Tier. Und wir sind hier vom Spot her bei, also hier oben, ganz im Nordwesten und werfen Richtung Insel aus. 1768 sind die Koordinaten. Wir werfen hier so ein bisschen über das Holz hinweg. Eigentlich fängt man hier ganz gut Karpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Update ist. Wir müssen da mal gucken. So, hier der nächste Biss. Wieder auf Quarkteig. Wow, der kommt aber angeflogen. Und wieder der Giebel. Also die Bissfrequenz sollte in den Abendstunden deutlich zunehmen. Jetzt in den Nachmittagsstunden wird das nicht so der Brüller sein, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird sich mit Sicherheit in Grenzen halten. Aber vielleicht haben wir die Chance, den passenden Fisch zu keschern. Warten wir mal einfach ab, was denn da so kommt. Ich bin gespannt, wie sich das richtige Wetter hier tatsächlich entwickelt. Wir haben hier gerade, keine Ahnung, weit über 30 Grad. Besten Sonnenschein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das dürfte überall so der Fall sein. Das kann man gleich auf YouTube merken, weil die Zuschauerzahlen gehen deutlich nach unten. Also das ist wirklich richtig krass. Hier haben wir schon wieder ein Biss auf der 3. Krass. Also, Quarkteig geht ganz gut von der Bissfrequenz her, aber die Fische lassen echt zu wünschen übrig. Also man kann tatsächlich die Zuschauerzahlen. Oh, schöne Karausche. Die kann man echt gut sehen. Die gehen wirklich steil nach unten. Ist nicht schlimm, finde ich ganz gut. Genießt das Wetter. Habe ich die letzten Tage auch gemacht. Beziehungsweise heute war ich den ganzen Tag bei der Arbeit, den ganzen Tag in der Sonne gestanden. Schönen Sonnenbrand eingefangen. Aber besser als im Büro zu sitzen. So, was haben wir jetzt gefangen? Wir haben gefangen 4 Fische, eine Karausche, 2 Giebel, eine Schleie. Alle mit Haken. Das hat man ja, warte. Ne, ein Giebel ohne Haken. Ist das eigentlich schon Köderfisch? Küfi? Ne. Das ist ja wohl 150 bis 200 Gramm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Da können wir einen Köderfisch draus machen. Hier 49 Gramm, aber direkt das Grundfischen gelevelt. Das gefällt mir schon ganz gut.
granatmäßige Bissfrequenz, ne? Das ist unfassbar. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. 5 Fische in 5 Minuten. Top. Top, top. Nur der Zielfisch lässt auf sich warten. Aber wir kommen ja gleich noch in die frühen Abendstunden. Da wird sich das mit Sicherheit noch regulieren. Da sollten wir mit Sicherheit nochmal den Karpfen fangen. Hier nochmal die Karausche. 582 Gramm. Schönes Tier. Der Biss auf der 2 und auf der 1. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Zeitgleich gebissen. Hier schon der Giebel. 485 Gramm. Und hier nochmal der Biss auf der 1. Aber auch nicht besonders groß. Und nochmal die Karausche. So, wo war der Biss? Auf der 3. Schläfergrundel auf Quarkteig. Ja, das ist ein ganz häufiger Fisch. Hier hat es doch gerade irgendwo gebissen. Da auf A1. Doch nicht. War wohl nix. Dafür nochmal auf der 3, nochmal auf den Quarkteig. Also Quarkteig definitiv weit vorne von der Bissfrequenz her. Und hier nochmal eine schöne Karausche. Top. 984 Gramm. Dicke Finger. So, haben die Schnur gespannt. Haben wir gespannt. Top. So, was sagt die Statistik? Sieht gut aus. Was sagen denn die wöchentlichen Rekorde hier? Wir nehmen mal Deutschland und schauen mal so. Barsch ist natürlich Kristallsee und alte Festung hier mit einem Hunter. Brassen natürlich alle großen Strom. Döbel, langer Graben, großer Strom, Flussura ist klar. Der Giebel, alte Festung mit Kartoffel. Mit Kartoffel und Süßteig. Okay. Kartoffel und Süßteig halten wir im Hinterkopf. Karausche, alte Festung auf Grießbrei. Und Tauwurm. Brombeere. Okay, okay, okay. Da kann man sich ja nochmal Gedanken machen, ob wir vielleicht Grießbrei und Tauwurm. Gut, Tauwurm geht natürlich immer. Das ist ein Allround-Köder. Aber hier. Unser Quarkteig ist natürlich auch nicht schlecht.
1,051 Kilo Karausche. Das haben wir schon mal ein schönes Tier. Nehmen wir mit. Ich meine, die 2 hat gebissen. Nee. Die 1 zeigten wir es. Jo, da ist noch ein Fisch dran. Aber. Heieiei, was ist das denn? Ein Giebel 57 Gramm. Ist ja wohl ein Witz. Heieiei, was ein kleines Ding. Also, der Zielfisch wehrt sich noch ein bisschen. Da warten wir natürlich noch mal ein bisschen ab. Was ist auf der 1 denn los? Wieder so ein... Nee, das war wohl nix. Ja, ist auch wirklich immer schwierig, gerade bei diesen schwereren Routen, die von der Härte her, von der Spitzenhärte her relativ hohe Werte haben. Das ist natürlich schwierig zu sehen, wenn da der, der Biss kommt, eines sehr, sehr kleinen Fisches. So, aber da der Biss auf der 3, der war deutlich zu sehen und der Fisch ist wirklich nicht groß. Aber, kaum zu glauben. Ah ne, ist eine Karausche. Ich hätte erst gedacht, das ist ein Karpfen. Also eine kleine Karausche. Okay. So, ich bin echt gespannt, was uns hier so am 12er noch so erwartet. Vielleicht finden wir noch mal den einen oder anderen coolen Spot hier, wo tatsächlich wirklich was geht, weil die meisten von euch werden ja hier tatsächlich auch fischen können. So, guck mal, wie viele Leute hier am Spot stehen. Aktuell 9. Das ist echt überschaubar. Das ist tatsächlich nicht viel. Was haben wir denn? 15.16 Uhr. So, also mal gucken hier. Deutschland. Was sind aaltechnisch? Alte Festung. 7,6 Kilo an der alten Festung. Sollten wir vielleicht gleich nochmal rüberlaufen und tatsächlich den Aal fangen wollen? Was sagen denn die anderen Regionen? Auch alles alte Festung. Alles hier. Das sind alles deutsche Rekorde hier. 7,6. Na, fast. Okay. Okay, wir werden gleich mal wechseln. Wechseln hoch an den Aal-Spot, wo wir letztes Mal den Monster-Aal gefangen haben. Und gehen da mal mit Fischfetzen und Tauwurm wahrscheinlich nochmal an den Stern. Müssen wir mal gucken. Das dürfte eine ganz gute Möglichkeit sein, um noch ein paar ordentliche Fische zu fangen. Weil der Karpfen geht aktuell hier gar nicht. Hier haben wir nochmal auf der 3 den Biss, oder auch nicht. Ja, da war wohl nix. Wir haben mittlerweile 15 Fische gefangen, 15 Minuten. Also Bissfrequenz ist wirklich granatenmäßig. Wir können mal gucken, was hier so Köderfisch technisch bei rumgekommen ist. Barsch haben wir zum Beispiel gar nicht gefangen. Giebel haben wir keine in der Größe. Karausche auch nicht. Hier Rotauge auch nicht. Okay, also 50 Gramm, 50. Über 100 bis 150 haben wir auch nicht. Okay.
So, jetzt haben wir hier irgendwo einen Biss verpasst. Hier auf der 2 hat es gebissen. Kann man sehen, die Route hat sich so leicht verbogen. So, 140 Gramm Giebel. Der ist definitiv im Köderfischbereich drin. Aber irgendwie will tatsächlich der Karpfen an dieser Stelle aktuell nicht. Dementsprechend werden wir mal umsiedeln. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir dann wieder hier hinten in der Kurve sind und versuchen, den Aal zu fangen. Ich hoffe, der geht heute Nacht ganz gut. Wir werden es dann in der nächsten Folge sehen. Wir sehen uns also morgen wieder bei Russian Fishing 4 hier am 12er. Und dann wahrscheinlich auf Aal. Wenn gar nichts geht und ich gar nichts fange, dann fällt die Folge natürlich flach. Dann will ich euch das natürlich ersparen, dass ich gar nichts fange. Also nicht erschrecken, wenn wir uns dann morgen, was weiß ich, gegebenenfalls sogar am 16er wiedersehen. Müssen wir mal eben schauen. Also, bis später. Alles Gute. Besten Dank fürs Zusehen. Euer Keule.